Ramoni und ich fahren nach Fulda. Ramoni will einen Kaffee trinken. Oh, Teppich. Oh. Krass, ich glaube, ich hatte noch nie Teppichboden in einem Hotelzimmer. Voll niedlich. Voll süß. Mal gucken, das Bad. Oh, wir müssen die Karte reinmachen wegen Strom. Da war ja was. Oh, coole Dusche. Lies uns vor. Kopfkissen und Bettdecken. Wir bieten Ihnen ein Kopfkissenbuffet. Schauen Sie nach unserem Aufsteller in Ihrem Zimmer und verraten Sie uns Ihren Wunsch. Da ist der Aufsteller. Nein! Ein Pillow-Menü! Oh mein Gott! Zur Auswahl gibt es ein Standardkissen, ein Visco-Korean-Kissen, ein Latex-Soft. Die sind alle drei Allergiker geeignet. Dann gibt es ein Dinkelkissen und ein Daunenkissen. Und? Bequem? Voll gut. Ich habe mir schon immer ein Hotelzimmer gewünscht, wo es keinen Lattenrost gibt, damit ich auf dem Bett rumspringen kann, ohne dass es kracht. Heute ist der Tag gekommen. Ramoni? Es regnet. Bei uns im Hotel gibt es ein Fitnessstudio und wir fahren da jetzt mit dem Fahrstuhl hin, weil wir es einfach zu Fuß nicht finden. Und hier ist ein Schild, da steht 2B. Also mal gucken, ob wir es finden. Das Hotel ist einfach zu groß. An uns liegt es nicht. Die Stunde der Wahrheit. Okay. Also die Gäste in diesem Hotel sind alle sehr sportbegeistert, wie man sieht. Hier ist Mords was los. Ich muss mal Licht an. Ja. Okay. Cool. So. Ramoni und ich, wir gehen jetzt ins Restaurant und wir machen gerade, beziehungsweise ich mache gerade die Tür zu. Und? Habe einfach den Griff in der Hand. Okay. Wäre das auch geklärt? Zeig mal dein Essen. Wir haben jetzt ausgecheckt aus unserem Hotel und wir haben Osterschoki bekommen. Voll süß. Yay. Und von außen sieht unser Hotel gar nicht so spektakulär aus. Aber die Lobby und die Zimmer, ey, mega. Ostersonntag, 9:30. Fulda ist ausgestorben. Nur wir Verrückten sind unterwegs. Schließfach. Wir haben jetzt unser Gepäck weggebracht. So, Ramoni
Und Anni gehen jetzt in die Therme. Let's go. Essen im Spa. Paparazzo, ey. Wie war's in der Therme? Sehr schön.